Herzlich willkommen zur 14. Folge Mordvorstellung bei TV Simulation. Wieder zusammen mit Lauter! Okay. Und der Noel ist auch wieder dabei. Servus! Heute stellen wir euch den Byra Series 6 Edition vor. In der Version 1.2. Vom lieben Modder. Gesundheit. Danke! Oh Mann, ihr habt versucht zu unterdrücken. Vom lieben Modder. Er Schaber in Klammern VSR Modding Sure, dieser ist in der Kategorie Kompakttraktoren und der Rest wird der Noel euch jetzt vorgaukeln. So, wir haben ganz erstmal hier Felgenfarbe, Konfiguration, komplette Farbwahl, nehmen wir jetzt einfach mal Pink für Lucky. Und gerade sagen, nehmen wir Florians Lieblingsfarbe. Und Hauptfarbe haben wir Black, Steel, und Chrom, das ist hier der Auspuff. Und dann haben wir Trelleborg-Reifen in Pflege oder Breitreifen und Standard haben Mieser-Reifen, die ziemlich groß sind. Wir haben die Konfiguration zwischen Rundumleuchte oder nicht Rundumleuchte. So, jetzt brauche ich die Reifen wieder. Das machen wir auch wieder standardmäßig. So, dann haben wir die Variante zwischen 115, 135 und 165 PS. Wir haben die Möglichkeit, vorne einen Frontliner zu montieren. Wir haben die Möglichkeit, bei den Standard- und Breitreifen von Trelleborg Vorderrad-Kotflügel zu machen. Nämlich, wenn wir hier jetzt die Pflegebereifung machen, hängen die in den Kotflügel drin. Nicht empfehlenswert. Was, wenn du das auswählst? Dann existieren die gar nicht. Oh, cool, okay. Warte, doch. Doch, die existieren da hinten drin. Ach du Scheiße. Ja, okay. Ja. Dann haben wir hier jetzt einmal den 6165. Ist ein solider Traktor. PS. Fährt oder? 40 PS, hat 165 PS. Zeig dir mal von hinten. Okay. Und hat als Nummernschild Byra 6S als Serie. Fährt 40 km/h. Ist ein solider Traktor. Man kann mit dem Sachen ziehen, mit den 165 PS. Die Sachen brauchen 200 PS. Es funktioniert ohne Probleme mit dem Bulldog. Das war jetzt echt schlau. Man kann mit einem Traktor, der 165 PS hat, auch Dinge ziehen, die 165 PS brauchen. Nein, ja, ich meine 200 PS. So, er fährt sich solide. Wir schauen uns nochmal den Innenraum an. Hier vorne. Ist sogar, die Blinkerleuchten sind sogar animiert. Sonst. Eine Sache sollte man dazu noch sagen, das Modell ist aus Modell des 15. Das sieht man vermutlich auch. Dann hier unten haben wir einen Hebel, da unten haben wir Gangschaltung. Und hier drüben haben wir auch nochmal Hydraulikhebel. Sonst schauen wir mal, ob wir ein bisschen umwegsamer das Gelände finden. Federung funktioniert ohne Probleme. Der Baumanfahrschutz funktioniert auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, vielleicht auch ein Abo da. Schaut beim nächsten Mal vorbei, wenn es heißt Mod-Vorstellung, Hof Bergmann oder Walchen. Schaut auch auf Instagram vorbei, da gibt es täglich wunderschöne Bilder. Und bis dahin, tschüss. Servus.